Und dann hat es den Fahndungsaufruf per Funk durchgegeben und der lautet in etwa so, ja, circa 30, 40, 50 Leute, ja, sucht nach Friedensfahnen und Frieden, Freiheit, Wahrheit, Liebe. Hier einen roten Knopf. Das läuft schon, die Aufnahme läuft schon. Einfach, wir sind eben gerade hier spazieren gegangen und wir wollten Eis essen und wir sind seit ungefähr, ich würde mal sagen, 3 Kilometer, es waren gefühlte 3/4 Stunde hier, werden wir von der Polizei hier einfach nur rumgehen. Ich will meinem Freund den Ort zeigen und wir gehen hier gemütlich rum und ja, so sieht es aus. Also man hat den Eindruck, als wäre man hier Schwerverbrecher, obwohl man ein Eis essen geht, spazieren geht, den Samstag genießt. Also kurze nochmal Info zu der Personenkontrolle, in der ich vorher war, am Taunerbad da oben. Also es war ganz nett, die Herrschaften wollten meine Personalien wissen und wie immer versuche ich ein Gespräch anzufangen und Vertrauen zu schaffen, dass sie halt auch wissen, was für Menschen da auf der Straße sind und spazieren gehen. Und das Lustigste war dann, die Einsatzleiterin hatte sich dann irgendwann nicht mehr um mich gekümmert, weil von mir hat es ja die Personalien und sie hat auch gesehen, dass ich nichts Böses anstellen möchte. Aber ihr wart auf einmal, also
Also die anderen Spaziergänger waren auf einmal das Problem. Und dann hat es den Fahndungsaufruf per Funk durchgegeben. Und der lautet in etwa so, ja, circa 30, 40, 50 Leute, sucht nach Friedensfahnen und Frieden, Freiheit, Wahrheit, Liebe. Also das waren so die vier, hatte sich alle vier Worte gemerkt. Ja. Und derjenige auf der anderen Seite, der hat wahrscheinlich gedacht, ey krass, was hat die geraucht? Ja. Wie Frieden, Freiheit, Wahrheit, Liebe. Also, und das war, also der Fahndungsaufruf war wirklich nach Frieden, Freiheit, Wahrheit, Liebe. Und ich sag euch, das macht was mit den Polizisten. Also das ist die Polizisten, die sowas durchführen. Die denken ja auch nach. Und das sind keine Unmenschen, das sind noch keine Roboter. Ja. Und deswegen bin ich überzeugt, dass diese Begegnungen mit diesen Repräsentanten dieses Machtsystems, die sind keine Bestrafung, sie sind Belohnung. Ja. Die gehören dazu. Blöd ist natürlich nur, wenn jetzt vier Leute spazieren gehen und einer kommt in so eine Begegnung mit diesen Repräsentanten, dass die anderen drei dann stehen bleiben. Die müssen einfach weiterlaufen. Das wäre besser. Das nächste Mal, das kannst du ja rausschneiden. Aber prima, also Oberursel ist immer eine Reise wert. Kommen wir mal wieder, aber vielleicht nicht nächsten Samstag. Die suchen uns.